Bei mir ist Jörg Blumtritt und auf der Republika redet er über die Ethik der Algorithmen. Jörg, sind Algorithmen unmoralisch und unethisch? Ja, Algorithmen sind ja zunächst einfach Rechenvorschriften. Das heißt das Wort. Algorithmus ist eine Rechenvorschrift. Es gibt vollkommen ethikfreie Algorithmen. Also zum Beispiel eine Rechenvorschrift, die mir ausrechnet, ob eine bestimmte Zahl eine Primzahl ist, hat keine ethische Komponente. Da kommt immer dasselbe raus, kein Werturteil. Aber es gibt Algorithmen, die eine ethische Komponente haben, also die Werturteile betreffen. Hast du da ein Beispiel für? Also wann wird sozusagen brenzlig? Ja, also mehrere Beispiele. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Kreditscoring, also ein Algorithmus, der auf Basis von meinem bisherigen Verhalten sagt, ob ich kreditwürdig für eine bestimmte Summe bin oder nicht. Das ist ein typischer Algorithmus, da gibt es Input-Variablen, zum Beispiel habe ich schon mal eine Lastschrift zurückgehen lassen oder wie hoch ist mein Kontostand, bin ich insolvent gegangen oder lauter diese Fragen, die kommen da sozusagen als Input rein und als Output kommt rein, der ist kreditwürdig oder der ist nicht kreditwürdig. Aber das Problem oder sagen wir mal diese Fragestellung und auch diese Datenansammlung, die kennt man ja eigentlich auch schon aus dem analogen Leben. Also da gibt es auch schon eine Schufa-Auskunft, ja. Die ich vorlegen muss, wenn ich mir eine neue Wohnung beispielsweise anmieten möchte. Wo ist jetzt das Problem, wenn wir in die digitale Welt rüberwandern? Der Unterschied ist, dass in der analogen Welt häufig Leute da sind, nicht immer, manchmal habe ich dasselbe Problem in der analogen auch, aber häufig sind Leute da, mit denen ich mich über die Kriterien auseinandersetzen kann, also mit denen ich darüber sprechen kann. Genau, ich kann mich streiten, ich kann sie zur Rede stellen. Die Leute, mit denen ich eigentlich über die Algorithmen streiten müsste, also sprich zum Beispiel, ich bin fehlklassifiziert worden und bin nicht damit einverstanden, sitzen häufig gar nicht mit mir am Tisch, weil das sind Programmierer, die vielleicht vor langer Zeit den Algorithmus geschrieben haben, den heute gar nicht mehr, niemand mehr versteht, der in irgendeinem Computerprogramm irgendwo ganz unten versteckt diese Entscheidung getroffen hat und daher also eine Blackbox ist und keine Stellschrauben mehr da sind, die ich noch beeinflussen kann. Aber fehlt dir da in erster Linie sozusagen die Möglichkeit, einen, ich sag mal, rechtlichen Diskurs einzugehen, also anzuklagen im Zweifel oder eine kartellrechtliche Auseinandersetzung zu haben, was auch immer? Oder noch mehr die Frage, dass man tatsächlich über die Werte selbst spricht und diskutiert und dass diese dann in irgendeiner Art und Weise in die Programmierung mit einfließen sollen? Also ich glaube, das Letztere. Juristisch sind wir ja im Prinzip genauso wie früher auf dem Stand, dass ich, wenn ich mich fehlklassifiziert fühle, wenn ich mich schlecht behandelt fühle von irgendjemandem, mit dem ich zu tun habe, steht mir ja der gleiche Rechtsweg offen, ob das jetzt ein Computer war, der die Entscheidung getroffen hat oder ein Mensch. Da sehe ich also keinen neuen Regelungsbedarf. Da haben wir im Gegenteil unglaublich viele Regeln schon. Das, was jetzt nötig wäre, ist ein Verständnis, wenn Algorithmen aufgesetzt werden, dass die Leute, die die Algorithmen verwenden, die davon auch betroffen sind, die Möglichkeit bekommen zu verstehen, was passiert. Aber da habe ich dann eine ganz banale Frage. Ist es denn überhaupt möglich, diese Diskussion, diese Wertediskussion und im Zweifel die Ergebnisse, meinetwegen die aus einer Debatte dann herauskommen, technologisch umzusetzen? Also kann ich sozusagen einen ethischen Algorithmus bauen oder wie auch immer? Geht das? Ja, also da gibt es mehrere Ideen, die man da angehen könnte. Man könnte auf der einen Seite die Algorithmen so weit offenlegen, dass die Parameter, also sprich die Stellschrauben, nach denen der Algorithmus entscheidet, mir offen liegen und ich im Zweifelsfall einzelnen Werten widersprechen kann. Also Transparenz. Genau. Mhm. Transparenz, aber auch die Möglichkeit, eben Einfluss zu nehmen. Also nicht nur ich sehe, wie es funktioniert, sondern auch zu sagen, nein, das stimmt hier nicht. Also Google zum Beispiel bietet die Möglichkeit beim Targeting, Google sagt mir in meinem Profil, als was für eine Person ich getargetet werde für Werbung. Ich kann einzelnen Punkten widersprechen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Und wo siehst du die größten Probleme oder das größte unethische Fehlverhalten von Algorithmen? Also wir haben die großen Dienste wie zum Beispiel Google und Facebook, Twitter. Wer ist da schlimmer? Wer ist der Schlimmste? Der Bad Guy sozusagen? Nein, das kann man so nicht sagen. Also das Problem haben alle gemeinsam. Also ich kenne beispielsweise jemanden, dessen Webseite, von der er gelebt hat, durch die Werbeeinnahmen, ist irgendwann bei Google aus dem Index geflogen. Google hat plötzlich gesagt, diese Webseite ist Spam. Und ich habe keine Möglichkeit, dem zu widersprechen als Webseitenbetreiber. Das heißt also, da ist gar niemand, den ich anrufen könnte. Und wenn ich bei Google mit den Technikern über das Thema spreche, die also diese Algorithmen entwickeln, die sagen sich, ja, können wir leider auch nichts machen. Der Algorithmus hat ebenso entschieden. Und das ist natürlich nicht wahr. In Wahrheit hat derjenige entschieden, der das Ding programmiert hat. Das
kann durchaus auch noch viel gravierendere Folgen haben als nur bei Suchmaschinen, wenn man zum Beispiel an die Kill-Decision einer Drohne denkt. Also die einfach sagt, schieße ich jetzt die Rakete ab oder nicht, wenn kein Kontakt mehr zu einem Mensch ist, der die Bilder betrachtet. Das sind ganz, also wirklich Entscheidungen auf Leben und Tod, über die wir jetzt diskutieren. Kann man natürlich sagen, okay, verwende keine Drohnen, aber das ist zu billig, denn wir werden in diese Entscheidungen immer öfter hineinschauen müssen. Innovative Technologien fordern von uns irgendwie auch einen anderen Umgang mit Moral und Ethik von Algorithmus. Brauchen wir vielleicht eine andere Diskussionskultur zu diesen Themen? Damit danke ich dir und viel Vergnügen hier noch. Ja, danke schön.